So, ich bin euch ja noch eine Antwort schuldig, nämlich wo zum Henker ich hingefahren bin, also wo ich stecke. Und ich glaube, um das zu beantworten, gehen wir mal eben raus. Ich bin in Tokio, aber das ist jetzt noch nicht die Fotoreise per se, also die geht jetzt noch nicht hier los in diesem Video. Ich will euch lediglich sagen, wo ich bin, das habe ich jetzt hiermit getan und was meine Pläne sind. Denn das ist nicht nur eine Tokio-Fotoreise, sondern eine Japan-Fotoreise. Also ich werde ein bisschen durch Japan fahren. Ich bin jetzt erst seit ein paar Tagen hier und ich fühle mich schon, als wäre ich schon Wochen und Monate hier. Ich habe total viel gesehen und bin wirklich hellauf begeistert. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ziemlich coole Videos freuen. Videos und Fotos. Aber wo fahre ich denn noch so hin? Ich bin jetzt noch ein paar Tage hier. Also hier in Tokio. Und ich habe schon einige Nachtfotos gemacht. Und diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die haben das sicherlich schon gesehen. Ich habe jetzt das eine oder andere auch in die YouTube-Stories gepostet. Die YouTube-Stories findet ihr, wenn ihr die YouTube auf der Mobil-App öffnet und dann wie bei Instagram auf eine Story auf mein Profilbild klickt. Ja, nach Tokio geht es dann weiter nach Kyoto. Kyoto stelle ich mir ein bisschen anders vor als Tokio. Also ich habe schon sehr viel Positives gehört. Ich denke mal, da werde ich vielleicht ein kleines bisschen mehr einen Fokus auf Schreins? Was ist der Plural von Schrein? Schreine legen und auf Tempel. Und da gibt es ja so ein paar berühmte Bambuswälder zum Beispiel, worauf ich mich sehr, sehr freue. Von Kyoto werde ich mir dann einen Mietwagen nehmen. Da bin ich ja schon ein bisschen ängstlich, ob das klappt oder nicht, weil hier ist ja Linksverkehr. Fahre aus Kyoto raus nach Koyasan, werde da 2 Tage in einem Tempel übernachten. Keine Ahnung, ob ich da filmen darf. Ich gehe mal davon aus, dass es geht. Ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass es nur vegetarisches Essen gibt, ja nichts Schlimmes per se. Und dass man halt in einem klassisch japanischen Tempel übernachtet. Ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Und von dort geht es ein bisschen weiter landeinwärts, Richtung Süden auf so einer Landzunge. Da ist noch ein wunderschöner Wasserfall, den ich gerne fotografieren möchte. Ich habe mir auch da 2 Nächte genommen, einfach nur um sicher zu gehen mit dem Wetter, weil das spielt hier auch so ein bisschen verrückt. Es regnet sehr, sehr häufig, was in der Stadt cool ist bei Nacht, aber bei Landschaftsaufnahmen vielleicht nicht unbedingt. Und da werde ich in einem traditionellen japanischen Hotel übernachten. Soll man mal gemacht haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Da gibt es dann auch ein Onsen, also so ein japanisches Bad. Auch das werde ich sicherlich ausprobieren. Und von dort geht es dann weiter mit dem Mietwagen nach Osaka. In Osaka, das ist ja die zweitgrößte Stadt Japans, bin ich dann auch wieder ein paar Tage und werde sicherlich nochmal weitere schöne Nachtfotos schießen können und bin schon super, super gespannt, was mich dort erwartet. Wenn ihr das jetzt hier seht, ich gehe davon aus, dass ich es entweder heute ist hier Freitag oder Samstag hochladen werde, dieses Video, dann bin ich schon eine gute Woche unterwegs. Also dann bin ich tatsächlich schon eine ganze Weile unterwegs, bin aber noch weitere 2 Wochen unterwegs. Also ich habe alle Zeit der Welt zu fotografieren und zu filmen und es wird sicherlich viel, viel Material geben und ich hoffe auch, dass da ein schönes Video bei rauskommt. In jedem Fall, wenn ihr das gerne sehen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Dann werdet ihr auf jeden Fall informiert, sobald die Videos hier online gehen. So, das heißt aber auch, dass ich vermutlich in den nächsten 2 bis 3 Wochen keine neuen Videos posten werde, weil ich eben unterwegs bin und mich natürlich aufs Fotografieren und Filmen konzentrieren möchte. Wer dennoch in der Zwischenzeit was sehen möchte, schaut euch doch meine alten Fotoreisen an. New York ist ja relativ neu, aber auch Island und Lofoten war ich schon. Ich war auch schon mal in Hongkong. Alles das findet ihr in der Playlist Fotoreisen. Ich blende es hier oben in der Infokarte ein und da könnt ihr mit die Zeit ein kleines bisschen überbrücken. Oder ansonsten, schaut doch mal auf Instagram vorbei. Da poste ich momentan wirklich täglich mehrere Bilder, wie es hier gerade so aussieht und was ich gerade so mache und was mir gerade so eben einfällt. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck, was hier gerade so passiert. Ja,
lange Rede, kurzer Sinn, das war's soweit. Ich mache mich wieder auf die Socken. Ich packe jetzt meine Kamera wieder ein. Ich bin nämlich so ein bisschen zwischen den Shoots. Ich komme gerade wieder, habe jetzt die Bilder von der Kamera geladen, wechsle die Akkus und mache mich wieder auf den Weg. Ich nehme immer nur möglichst wenig mit, weil hier ist es unglaublich warm. Das war mir aber bewusst und das ist auch okay. Man kann sich ja kurz anziehen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Videos. Ich kann so viel schon sagen von den paar Tagen, die ich hier gesehen habe. Ich habe schon ein paar lustige Sachen eingefangen. Mir sind auch ein paar lustige Sachen passiert. Aber all das seht ihr dann eben bald. Drückt einen Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.